Ja, hi und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Heute zu einem ganz speziellen Video und zwar eigentlich zu einer kleinen Premiere, weil ich heute zum allerersten Mal Train Sim World spiele. Mal kein Train Simulator, sondern Train Sim World. Warum? Ja. Ich habe lange überlegt, habe auch schon immer öfters mal geguckt und bin dann heute irgendwann zu dem Entschluss gekommen. Pass mal auf. Das kaufst du dir jetzt mal und schaust mal. Hier ist eine 185, die gerade vorbeifährt. Und ja, dann habe ich mir TSW gekauft, TSW 2020. Hab jetzt auch schon erst ein paar Tutorials hier gespielt. Und ja, jetzt möchte ich hier gerne mal so ein Szenario spielen und auch ein bisschen ja, mich weiter überraschen lassen und schauen. Wir sind hier heute unterwegs auf der Main-Spessart-Bahn von Aschaffenburg Richtung Lohr, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Jedenfalls fahren wir heute hier diese wunderschönen Dostos mit der 146 vorne dran. Mit der Grafikeinstellung muss ich ehrlich gesagt noch ein bisschen feinjustieren. Da habe ich schon ein bisschen rumgeguckt und versucht, aber da müssen wir noch ein bisschen. Ja, ich muss gucken, wie es wird. Ich probiere es jetzt. Ich nehme jetzt einfach mal auf, egal wie die Grafik aussieht, weil ich habe jetzt nicht so den High-End-PC. Deswegen kann ich nicht alles auf Maximum stellen, sondern ich muss ein bisschen gucken. Will ich eine Performance haben, also ein ruckeliges Spiel, oder will ich Top-Grafik haben und ne. Deswegen, ich habe das jetzt ein bisschen runtergestellt. Ich gucke jetzt mal, wie es sieht ja ganz gut aus bis jetzt. Und ja. So, als erstes machen wir hier mal die Batterie an. 5 Sekunden gedrückt halten. Steht ja hier oben links. So. Mal auf. Die Federspeicherbremse machen wir auch gleich raus. Dann müssen wir erst. Okay. So. Jetzt müssen wir die Bremsen aufladen. Was wollen wir da jetzt machen? Okay. Keine Ahnung, ich glaube, ich mache es richtig, oder? Einmal mal T drücken, dann kommt hier so ein kleines. So. Haben wir denn neutral gestaltet? Auf volle Leistung, okay. So. P1 ist in der Stelle. 1B, Entschuldigung. So, jetzt müssen wir den Strobabnehmer heben. Bam. Hier auch hier Außenansicht. Da sehen wir es. Und jetzt den Hauptschalter. Und dann mit Tab die Türen links entriegeln. So, Instrumentenbeleuchtung machen wir natürlich noch an. So, die ist jetzt gelöst, dann würde es noch leuchten. Wir machen Spitzensignale, ja. Fahrgastbeleuchtung machen wir mal an. Ups. Weiß nicht, sieht man das jetzt? Ich weiß es nicht.
Egal, wir haben es mal auf angestellt. Dann reduziert. Ah ja. SIFE und PZB machen wir natürlich auch noch an. Und wir müssen noch unser Zugziel hier einstellen. Okay, wir können nur Aschaffenburg. Dann lassen wir Aschaffenburg drin. Das ist ein Pendelverkehr. So, dann können wir hier auch noch schön, was wir machen können. Wir können einmal die Helligkeit des Displays verändern, variieren. Ganz dunkel und dann immer heller. Das ist so für die Nachtfahrt. Oder halt auf weiß stellen, dunkel stellen. Ich finde dunkel persönlich besser. Wir können es auch ausstellen. Und ich glaube, das... Oh! Okay. Oh, das ist auch cool. Aber das gefällt mir besser. So, wir müssen die Türen schließen. Wir können los. So. Dann fahren wir mal los, oder? Tatsache. Aber was ich noch vergessen habe, was wir noch hätten einstellen können, wäre die AFB gewesen. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt bei der Fahrt anschalten können. SIFA. SIFA. Wir lassen die jetzt mal aus. Ich mache sie später nochmal. So, die können aufschalten. Und die Tür machen wir noch zu. Dann ist es auch ein bisschen leiser hier. Das ist doch schon ein bisschen angenehmer. Ja, also mein erster Eindruck vom TSW hier, ich muss sagen, ich bin sehr überrascht. Wo ich noch ein bisschen halt so rumprobiere, ist das mit der Grafik. Dass das hier zum Beispiel am Bildschirm, dass das nicht so gekrisselt aussieht. Bin ich noch ein bisschen am rumprobieren, aber ich denke mal, das kriege ich auch noch hin. Aber ansonsten so von der vom Bedienen her und vom Aussehen, von dem 3D-mäßigen her, könnte man meinen, man ist im Train Simulator und fährt eine Expert Line. Also es ist schon auch viel dabei. Dass du eine AFB hast, dass du Bildschirme einstellen kannst, hell machen, dunkel machen. Rumlaufen ist natürlich auch sehr, sehr schön. Die Fenster öffnen, die Türen öffnen. Also es ist schon ja, überraschend gut, muss ich sagen. Der Performance funktioniert auch alles. SIFA. Ja, ja. So, 160 haben wir jetzt gleich erreicht. Ich glaube, das ist auch die VMAX von der 146. Schneller kann sie gar nicht. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwo... Da, 160. SIFA. Oh, da sehe ich. PZB. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Da müssen wir runterbremsen.
Zugbeeinflusser. Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung. Ich denke mal 60. Oh, 40. Das ist natürlich jetzt belastend. Siva, Siva. Ja, das ist jetzt. Ah, das ist unangenehm. Ah, wenn man nicht mal die Signale lesen kann. Ah, das tut weh. Ja, kann mal passieren. Bin ein bisschen. Muss mich erst noch hier in die Materie einfinden, deswegen. Entschuldigt mir diesen kleinen Fehler. So, wir müssen jetzt hier vorne halten. Siva, Siva. Ist auch schon Gegenzug, ein Kollege. Oh, das wird doch hier eine Punktlandung, du. Das reicht. So. Und dann einmal rechts die Türen entriegeln. Können wir auch mal. So, machen wir hier mal die Tür auf. Gehen wir mal raus. Das ist laut. Ich glaube, hier muss der Zug jetzt weggefahren. So, wir können auch hier im Zug uns frei bewegen. Das war jetzt hier die erste Klasse. Und ich habe gedacht, ich habe doch die Dingsbeleuchtung gemacht. Ich schau mal vorne in die Lok. Oh, mit Ansagen hier. Ah. Hier und einmal Tür zu. Ist das laut, du? Ist das laut? So, was wir nämlich hier auch noch mal gesehen hatte. Traktionsbelüftung, automatisch, automatisch. Oh, das auf automatisch lassen. Lassen das mal so auf automatisch. Das sind nämlich die Fahrmotorenlüfter. Wir verriegeln die Türen. So, und los geht's. Bremse lösen. Und dann fahren wir jetzt hier weiter. So. Aber irgendwie Fahrgastraumbeleuchtung ist immer noch nicht an, ne? Das ist komisch. Na gut. So, Ausfahrt mit 40 hier. Ah, jetzt, ich habe vergessen, die AFB anzumachen. Ich wollte doch noch die AFB anmachen. Ah, ja. Beim nächsten Halt. Beim nächsten Halt mache ich sie aber auch wirklich an. Jetzt kann man ein bisschen Stoff geben hier. Wir haben eh schon Verspätung, aber gut, so ist das halt. Wir fahren, wir sind ja die Deutsche Bahn, das ist ja nichts Neues. So, und jetzt Table to the Table.
bisschen hüpft die Lok so ein bisschen, habe ich so immer das Gefühl, wenn man so schnell fährt. So. Oh, ich bin auch schon zu schnell. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Bremsen wir mal runter hier. Eieieiei. Siefer. Ja, ich bin da, keine Sorge. Oh, das sehe ich. Zwangsbremsung. Ja. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Ah. Zwangsbremsung. 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 Zugbeeinflussung. Ja, okay. Zwangse haben wir. Berechtigt haben wir sie. Ich habe nicht genug abgebremst. Ich bin ein bisschen zu zögerlich. Ich kenne mich halt hier nicht aus. Du hast halt nicht so wie im Train Simulator, den unten hast du, aber wenn du F3 drückst, dann deinen Streckenmonitor, wo du siehst, wann kommt das nächste Signal, wie viel Zeit hast du noch. Hier musst du halt echt wirklich, jo, gib ihm. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Das ist ärgerlich. 60. Mit halt. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, wir fahren jetzt hier 40. Ich habe keinen Bock auf noch eine Zwanze. Oder sind wir mit 65 drin? Wir sind mit 85 Überwachung drin. Ah, nee. Siefer, Siefer. 40, ganz gemütlich. Wir haben ja Zeit, wir müssen nicht hetzen. Wir sind eh schon 3 Minuten zu spät. Ob es jetzt 3 oder 4 sind, ist jetzt auch egal. Leicht bremsen. Wo ich sagen muss, die Bremsen hier sind, also sind echt gut umgesetzt. Die bremst echt gut. Die hat Schmackes beim Bremsen. So, ganz geschmeidig rein. Jawohl. Und rechts öffnen. Und jedes Mal mache ich zweimal Tab. Unglaublich. So, ich glaube, wir müssen jetzt sogar den Führerstand wechseln. So, Zugbremse auf Lösen. Hauptschalter müssen wir ausmachen. So. Und jetzt? Oh, jetzt müssen wir vorne. Okay, mal Tür auf. Oh, schon wieder so laut. Ah, schnell weg hier. Tag. Hallo. Können wir eigentlich auch hier durch den Zug, ne? Ich will einmal oben lang gehen. Ja, irgendwie dunkel hier drin, ne? Irgendwie dunkel. So, wir müssen hier rein. Aber natürlich Tür zu. Gibt's hier auch Rollos? Oh, das ist ja geil. Oh ne, jetzt habe ich die Tür aufgemacht. Bam! Ja, wir wollen ja nicht gestört werden, ne? Wir wollen ja unter uns bleiben. So. Jetzt muss ich mich hier hinsetzen. Okay, jetzt muss ich hier das Ding reinmachen. Okay. Hauptschalter vorwärts.
Okay. SIFA, BZB. Jetzt machen wir noch die AFB. Können wir auch hier rausschauen, okay. Ja, das ist richtig. Aha. Hier haben wir auch noch ein Rollo, okay. Ja. Ah ja. Hä? Wo ist dann die AFB? So, Spitzensignale müssen wir noch anmachen. Ja, die muss doch eine AFB haben. Die Lok hat eine AFB. Hat der Zugdings hier keine AFB? Der hat keine AFB. Och nee. Oh nein. Ich wollte mit AFB fahren jetzt. Links verriegeln. Oh, das ist ärgerlich. So. Lösen Sie die Bremse und fahren Sie los. Ah, Bremse, Moment. Ne, doch hier. Und los geht's. Fahren wir jetzt ein Dostos von einem Steuerwagen. Nee, wir dürfen gleich hier 100, 130, 120 dürfen. Ich habe gedacht, wir müssen noch über eine Weiche, aber. Nee, dann Hebel to the table. Wenn wir jetzt hier überhaupt. Ziel, ne? So. Wagenbeleuchtung. Was? Ich denke mal, jetzt müsste es an sein. Wir gucken gleich mal. Dass er keine AFB hat. Das hätte ich jetzt gedacht, der hat AFB. Aber gut, okay. Ein bisschen dunkel heute, dafür es 1 Uhr mittags ist. Sehr, sehr dunkel. Man kann auch an den Gleisen vorne sehen, die Lichter. Oh, wir müssen mal langsam bremsen. Vorne, oder? Oder unser nächsten Bahnhof, ja. So. Ja, Bahnsteig ist lang genug, können wir noch ein bisschen ausrollen. Auf und jedes Mal mache ich zweimal Tab. Was kann man hier machen? Also Fenster können wir auch aufmachen. Das ist unsere Tür. Oh, das ist ja cool. Aha. An den Fahrersitz. Haben wir hier die Fenster. Sind auch die Lüfter, aber das. Oh, stimmt, wir haben noch gar nicht gehornt. Wir haben ja noch gar nicht gehornt.
müssen noch hornen. Hornen, hornen. Tut, tut. So. Oh, ist aber Arkel. Habe ich das Fernlicht an? Reduziert und es ist hell. Ja, so reicht ja auch. So, Türen können wir verriegeln. Und schon wieder Tab zweimal. Bremsen lösen und Leistung aufschalten. Moin, Kollege. Oh, Mittag. Ist ja gleich Mahlzeit hier. Mahlzeit. So, jetzt ist das Ding ganz runter. 160 dürfen wir fahren. Ach du Scheiße. Ich habe bei der Lok das Licht nicht ausgemacht. Okay. Wow, also... Okay. Ja, das kommt davon, wenn man Train Simulator spielt. Denkt man, wenn man H anmacht, dann ist automatisch das Licht hinten auch. Oh, das ist jetzt belastend. Ah, das ist jetzt... Ah, das ist ja fies. Das wusste ich nicht. Naja, okay, erste Fahrt, ne? Kann man, darf man ein paar Fehler machen. Da muss ich noch ein bisschen üben. Alles mit der Oberleitung, das triggert mich auch so ein bisschen. Dass sie so komisch ist. So. Ein bisschen schneller fahren. So, 160, das passt. Grün ist auch, das ist gut. Mit F1 können wir das hier auch alles ausschalten, dann können wir nur so fahren. Würde ich aber nur empfehlen, wenn man streckenkundig ist. Ja. Oh, wir sind zu schnell, wir müssen mal bremsen. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Was denn jetzt? Haben wir eine Zwangse? Wir haben eine Zwangse? Warum haben wir eine Zwangse? Okay. Moment. Ah, ist ja noch lauter. Alter, das schallert ja mal richtig in der Ohrmuschel. So, irgendwas haben wir hier nicht bestätigt. Jetzt will ich wissen, was. Ich habe so einen bösen Verdacht, aber... Hier war ein Signal. Ups, zu weit. Das war aber grün. Ansonsten war hier doch nichts, oder? War da was? Ich habe nichts gesehen. Das ist das... Oh, die Lok. Ja, gut. Wir machen... Bremsen lösen. Ich hoffe, der Zug fährt noch. Oh, nee, ich hab
so einen bösen, bösen Verdacht. So. Und warum fährt der Zug jetzt nicht? Machen wir mal. Brick 17 hat auch nicht funktioniert. Bremsen sind beide gelöst. Die ist auch gelöst. Ja, aber warum fährt der Zug denn jetzt nicht? Hallo? Jetzt haben wir doch was. Wow. Das ist. Ich bin überrascht, wie realitätsnah dieser Simulator ist. So, 25er Überwachung. Wir dürfen nicht schneller zum. Oh, da war doch kein rotes Signal. Da war nicht mal eine Ankündigung. Ja, toll, da. Aber da war, das Signal war doch grün. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Jetzt sind wir aber schneller, ne? Ja. 40. Komisch. Also TSW braucht sehr viel, da brauchst du sehr viel Konzentration. Du musst die Signale wirklich ganz genau anschauen und sofort bremsen. Und wir sind zu schnell. Ja, wir sind zu schnell. Das ist die dritte. Die dritte heute. So. Und da sind wir aus der Überwachung raus, doch auch schön. Wann sollten wir überhaupt ankommen? Es ist jetzt 13.03 Uhr. 59, naja, immerhin 3 Minuten, wir haben es irgendwie gehalten. Hä? Es geht ja noch, dafür so viel Zwangsen waren. So, 41, ja, das geht ja noch. So. Und jetzt halten wir dort, wo wir vorhin gestartet sind. So ein kleiner Shuttle Express. Fahren wir ganz nach vorne. So. Und Türen entriegeln. So, da sind wir. Aber wir können ja auch aussteigen jetzt. Nein, oh ne, was müssen wir jetzt machen? Okay, Moment. Auf aus! Ja, wir sind nämlich fertig jetzt, nicht wahr? Oh, wir müssen jetzt. Okay, wir müssen auch aussteigen. Okay, cool. Tür auf. Tut so. Ja. Das war meine erste Fahrt mit dem Train Sim World. Train Simulator, ja. Drei Zwangsbremsen, so viele hatte ich noch nie. Nicht mal im TS. Es hat viel Spaß gemacht. Ich muss noch eine Menge lernen und üben und mich umgewöhnen, aber erster Eindruck doch ganz lustig, ganz witzig. Und ja, es freut mich, dass ihr dabei gewesen seid und ich sage, dass wir uns auf jeden Fall wiedersehen. Und bis dahin, habt eine gute Zeit und viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Oh, yeah.
just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a